Ja, Leute, herzlich willkommen zu einem wunderschönen neuen Video auf meinem wunderschönen Erstkanal. Heute gibt es endlich wieder Account bewerten. Das bisher beste angekommene Projekt auf meinem Kanal. Ich freue mich sehr darauf. Dabei ist nicht Jerry. Das will ich nur mal anmerken. Das ist nämlich heute eine Special-Folge mit einem Special-Gast. Der darf sich jetzt gerne mal vorstellen. Ja, servus, ich bin der Merlin. Ja, ich hoffe, ihr kennt mich. Wenn nicht, dann blöd. Ja. Um Merlin mal ganz kurz zu beschreiben, Merlin ist Lieblingsmod des Kanals, Rekordhalter und glaube ich mit einer der längsten Mods, die ich so habe, also ist einfach so. Ich bin und, der längste Mod. Ja, du bist auch der aktivste Mod, so insgesamt auf einen langen Zeitraum. Normal. Also, da ist schon mal was Gutes. Bevor wir in das Video reingehen, gibt es nochmal eine kleine Werbung, so wie immer, und dann gehen wir rein. So Leute, kleine Werbeunterbrechung, es geht heute um meinen Partner Candy Cowboy. Dafür müsst ihr auf den ersten Link in der Videobeschreibung gehen, dann kommt ihr hier auf diese Website. Dann seht ihr schon sehr, sehr viele geile Sachen, Süßigkeiten aus Amerika oder auch andere Sachen. Klickt ihr hier zum Beispiel drauf, packt das in euren Warenkorb, dann geht ihr auf zur Kasse gehen. Ich habe da jetzt schon zwei andere Sachen drin und dann seht ihr hier Codes, gebt das hier ein. Spart ihr 10%, weil ihr müsst ja supporten, so spart ihr Geld, müsst alle eure Daten noch angeben und dann seid ihr schon bereit zu bestellen. Macht das gerne, mich würde es sehr supporten, ihr spart Geld und dann geht's weiter mit dem Video. Gut, dann würde ich jetzt sagen, sind wir jetzt dabei und Merlin, ja. Ich habe hier ganze 6 Leute auf meiner Liste. Die habe ich vor 3 Wochen draufgeschrieben. Einer ist da entfallen, weil den habe ich aus Versehen gelöscht. Nenn mir mal eine Zahl von 1 bis 5. Von 1 bis 5? Ja, genau. Nehmen wir mal die 3. Die 3? Okay, das ist ein interessanter Account. Ich habe die vor 3 Wochen aufgeschrieben, deswegen kann ich euch auch erklären, wie viel die Plus gemacht haben in der Zeit. Das ist ein Vorteil. Kann auch ein guter Nachteil sein. Ich werde auch nur noch die Leute vom letzten Video dran nehmen und was ich ganz vergessen habe zu sagen, wie ihr mitmachen könnt. Das steht in der Videobeschreibung oder auch in dem angepinnten Kommentar für die nächste Folge. So, mehr Erklärung reicht nicht. Jeder, der nicht das alles reinschreibt, kann auch nicht bewertet werden. Punkt. Blöd. Genau. Also, wir haben Günni Gorka. Günni Gorka hat innerhalb von 3 Wochen 4000 Pokale gepusht. Das ist gut. Okay, ist schon stabil. Ist von 38.000 auf ca. 42.000 gegangen. Ja. Wir sehen schon mal hier die kleine Übersicht. Ist auf höchste Trophäe. Teamliga, Solo-Liga. Ist mir persönlich egal, weil ich das selbst nicht viel spiele. Das sage ich auch Jerry immer. Wie Merlin da seine Meinung ist, kann er auch gerne mal raushauen. Ja, Bruder, darf ich kurz? Ja, okay. Also, ich persönlich spiele auch nie Teamliga oder Solo-Liga. Ist mir scheißegal. Deswegen ist es mir auch eigentlich relativ egal. Weil Gold 1 ist an sich schon stabil. Also, ja, mehr kann ich dazu nicht sagen. Unterstütze ich. Apropos, was der große Unterschied auch in dem Video ist. Merlin ist um einiges lower als Jerry. Das heißt, wir haben eine andere Expertise in dem ganzen Video, was auch ganz interessant werden könnte. Weil dann könnt ihr mal die anderen Videos vergleichen mit dem. Wird lustig. Ich glaube, heute könnte es bessere Noten geben. Mal gucken. 3 bis 3 Siege 2930, Solo-Siege 1070. Duo-Siege sind auch in Ordnung. Allgemein die Siege finde ich für die Pokale komplett solid. Alles mal so gespielt, ein bisschen weniger Solo, aber 22 maximale Siegesserie ist auch in Ordnung. Ist ja ein Teamspieler. Ja, sehe ich auch so. Aber das ist ja das ist bei allen so. Vor allem bei mir wird es auch immer mehr 3 bis 3, weil ich mit den Zuschauern spiele. Gehen wir mal auf die Brawler. Jetzt wird es interessant. Ja, mein Rang 27, es sieht gut gepusht aus. Wir droppen von 57 direkt auf 600. Es ist interessant, 550er. Die sind gut gepusht. Dann geht es direkt auf 500. Oh, der Mortis, Digga, der Mortis. Ja, der Mortis ist gut gedroppt, aber er hat einen Rang 25er Mortis. Das steht ja für ihn. 500er. Alles weiß ich, das ist stabil. Ja, es ist konstant gepusht. Kannst du sagen, was du ich willst. Ich glaube, das ist der konstanteste Account, den wir jemals hatten in dem Video. Ja, schau mal. Von Rang 27 bis runter Rang 20 ist er
Also Es sind gibt die halt, Baller, es das gibt ist zwei das kleine Problem. Abfallstellen von Rang 27 auf Rang 25 und dann von Rang 25 direkt auf 22, aber sonst ist solid gepusht. Ja, schau mal, vielleicht können wir es so machen, von Rang 20 bis Rang 25, also so fünf Abstände immer. Genau damit wir jetzt nicht den ersten viel zu lange bewerten, weil wir noch andere vorhaben. Main, du darfst gerne anfangen mit Begründung. Boah, daher, dass ich so low bin, aber ich früher so ein bisschen mehr gepusht habe, würde ich ihnen tatsächlich eine stabile 2 geben. Weil, aus dem einfachen Grund, die Baller, das mit Mordes hat mir überhaupt nicht eigentlich an sich gefallen. Ich hätte ihn, also wenn ich so ein Mordes hätte, hätte ich ihn auf jeden Fall wieder auf konstant Rang 25 gepusht. Zumindest die Trophäen. Ja, so wie manche andere Baller, die ich gesehen habe, aber sonst ist es konstant gepusht, deswegen ist es 2. Zwei ist tatsächlich genau das, was ich auch zuerst im Kopf hatte. Ich gehe auch mit der 2. Einfach aus dem Grund, er hat jetzt zwar nicht geisteskrank viele Pokale, 42k sind absolut stabil. Ich finde aber, dass es wirklich gut konstant gepusht ist. Natürlich für eine 1 reicht es nicht, weil einfach da noch ein bisschen noch mehr Konstanz fehlt, aber ist ein guter Account, dazu kann man nichts sagen. Respekt dafür. Wir gehen direkt zum nächsten. 2 ist eine sehr, sehr gute Bewertung, das will ich nur mal sagen. Eine 2 hat, glaube ich, bisher in 5 Folgen nur 1, 2 Leute bekommen. Und halt Komme ich nochmal mir auch nicht, 3, 4 Mal Jerry. besser. Jerry hätte wahrscheinlich bei dem Account, obwohl ich sagen muss, dass der konstant war, eine 3 gegeben, schätze ich. Ja, safe. Gehen wir direkt weiter. Damit streichen wir einen aus der Liste. Muss erst mal gucken, ja, ich habe den nicht schon drin. Dann würde ich sagen, gehen wir jetzt einmal nach Reihenfolge. Ja, machen 24,8K. wir. Da haben wir Angie. Okay. War auch Mod bei mir. Ist ein interessanter Account, denn er hat von innerhalb von 3 Wochen 1800 Pokale gepusht, also nicht so hoch wie beim anderen. Das ist auch schon wieder eine interessante Sache, muss sein. Ja. Wir sehen hier Teamliga sehr, sehr low, Solo-Liga auch in Ordnung. Nicht ganz auf höchste Trophäen, aber das ist kein Problem. War auch erst Season Reset gestern. Aber es 3 Siege sind in Ordnung. Solo-Siege, Duo-Siege sind in Ordnung. Eher weniger Duo-Spieler, eher 3 bis 3 und Solo. Vor allem Solo-Siege finde ich krass für die Pokale. Ist Siegs, richtig. ja. Siegesserie ist ausbaubar. 69 von 76 Brawlern. Ich überlasse mal die Brawler, was zum Callen ist. Merlin. Also wenn ich schon den Spike sehe, Rang 26, und wenn du jetzt mal ein bisschen weiter runter gehst, kann ich mir fast so denken, dass der niedrigste ungefähr so an Rang 15 ist. Plus minus ein Rang. Ja, okay. Passend. Ja, ist schon scheiße, ist nicht konstant gepusht, wenn ich einen Rang 27er von oben sehe und dann ganz weit unten, also wir ganz weit unten sind, mit diesem Rang 10er Pearl. Ja, Bruder, ist für mich nicht konstant gepusht. Okay, dann mache ich jetzt mal die Nose, danach machst du deine. Denn Ja. ich finde den Account vom Ding her relativ konstant gepusht. Er ist aber jetzt nicht so, dass ich ihm annähernd eine 2 geben könnte, aus dem Grund, weil das einfach dann doch noch zu unkonstant ist, meiner Meinung nach. Er hat halt kaum Rang 20er. Würde er alle auf Rang 20 haben, dann hätte er wahrscheinlich auch 40k fast. Deswegen ist das für mich persönlich eine 3 minus. Ja, also ich gehe nicht mit der 3 Minus mit, ich gehe lieber auf die 4. Aus dem einfachen Grund, wie gerade schon gesagt, mit dem Spike Rang 26 und dem Pearl Rang 10er. Wenn er alle Brawler zum Beispiel auf Rang 20 oder 15 hat, also die 10er Rang, dann würde ich mit der 3 mitgehen, aber sonst jetzt nicht. Okay, aber das ist ja genau das Geile an dem Projekt. Daher, dass wir jetzt eine 3 Minus haben und eine 4, müssen wir uns jetzt einigen, auf was wir gehen. Daher, dass du der Gast bist, gehe ich mit deiner Note. Das heißt, er bekommt eine 4. Okay. Gut. Wir gehen jetzt direkt mal nach ganz oben. Innerhalb von 3 Wochen 1000 Pokale gepusht. Das ist aber auf dem Niveau sehr, sehr stark, denn
Er hat 75.000 Pokale und das ist der bis jetzt beste Spieler, den ich jemals auf diesem Kanal bewerten durfte. Ich bedanke mich sehr dafür, dass ich das machen darf. Und aber ich erwarte auch Großes da. Und ich denke mal, da sind wir einer Meinung. Mit dem ersten Blick auf den Account ist es direkt sehr, sehr interessant. Er ist in einem E-Sports-Club, das war mir klar. 3x3 Spieler ist halt einfach für gute Spieler die einzigste Möglichkeit, die richtige. Ich finde den Account bis jetzt schon sehr, sehr strong. Sniper hat er auch. Fang Lieblingsbrawler interessant zu sehen. Mondruhm, keine Ahnung, was das ist. Ich kann es euch auch überhaupt nicht sagen. Ich weiß nicht, ob Merlin das weiß. Ich denke mal aber auch nicht. Nope. Nope, ich bin da raus. Ich habe da absolut keine Einschätzung. Zum Beispiel, er hat, glaube ich, weniger Solo-Sieger als ich. Beziehungsweise ein bisschen mehr. Er hat aber 75.000. Er ist halt kaum ein Solo-Spieler. Er macht halt vielleicht mal seine Low-Roller kurz hoch. Aber Ja, mehr auf ist jeden es Fall. nicht. Aber wenn du dann 74.000 3x3 Siege siehst, das ist halt dann krank. Das ist wirklich krank. Und jetzt wird es nämlich schön, dass der Blick auf die Brawler. Er hat alle Brawler. Und er muss einige auf Rang 35 haben. Ja, okay. Ja. Er hat noch den, man sieht auch direkt, er hat noch den Season Reset Intus. Also er hat noch nicht Ja, alles ist ja gepusht. logisch. Aber Gestern war ja Business ich will nur mal sagen, er hat Mika auf 1450 und er hatte den Season Reset schon. Im Normalfall. Soweit ich weiß. Das heißt, er hat Mika schon 250 Pokale gepusht, fast. Nee, 200 circa. Das ist krank. ist wirklich krank. Und dann haben wir eine Piper Rang 35 und es ist einfach ein sehr, sehr interessanter Blick. Tausende Brawler. Es ist halt auch einfach, es ist alles wunderschön gepusht. Natürlich droppen dann mal Brawler nach unten. Das ist ja keine Frage. Zum Beispiel auch Das ist logisch, ja. ein Sprout oder Tick, den kannst du halt dann nicht perfekt immer drauf haben. Das verstehe ich auch. Auch ein Frank, dass der mal runter droppt oder keine Ahnung, was für Brawler. Sein Loser Sam hat er aber auch 35, wahrscheinlich da, wo er krass war. Loser 860. Ich Ja. sag dazu mal nichts, ich überlasse das Ganze mal Merlin. Also, an sich ist mal ein Vorfall. Also, hier, keine Ahnung, scheißegal. Es ist wirklich ein stabiler Account. Aus diesem einfachen Grund hat jeden Bowler. Er ist einer der besten Spieler Deutschland, also ist in der Ranklist. Da ist noch E-Sportler-Team. Dann seine Bowler, gehen wir kurz drauf, bitte. Seine Brawler. Er hat jeden Brawler Rang 35 bzw. Rang 30. Also zwischen 35 und 30 hat er jeden Brawler. Die Trophäen sind immer konstant gepusht. Season Reset war, das ist ja logisch. Ein paar Brawler droppen, ein paar Brawler nicht. Und wie Philipp gerade schon sagte, die ganzen, zum Beispiel Tick, Sprout, darauf hätte keiner Bock, die zu pushen, wieder hoch zu pushen. Also vollkommen klar. Das heißt, für mich ist die Note eine 1. Ich will nur mal sagen, der beste Rang, den es für uns gibt, ist der Let's Philipp Rang. Beziehungsweise Ach Jerry würde so. den Let's Jerry Rang geben oder du kannst den Let's Merlin LOL Rang geben. Also das ist so. Ja, dann nehme ich ihn jetzt mehr in den LoL-Rang. Das ist immer mit so einer besonderen Voraussetzung, weil wirklich was jetzt so eins mit Sternchen ist. Und ich würde da Ja. dir auch absolut zustimmen, ich gehe mit dem Let's Philipp Rang, das ist ein kranker Account. Ist Freut mich, wirklich dass so. auch so welche Leute gerne bewertet werden so wollen. Ich habe mich wirklich gewundert, als er gesagt hat, ich will bewertet werden. Hat mich gefreut, weil man dann auch mal wirklich gute Spieler bewerten kann, die wirklich. Da kannst du auch nichts anderes sagen, außer eine Let's Philipp Rang oder eine 1. Tut mir Ja, leid. wirklich so. Aber Philipp, du musst auch beachten, jeder Spieler ist gut, aber die Spieler, die so einen Account haben, die sind besonders gut. Er ist in einem E-Sports-Club, das sagt mir ja schon vieles darüber. Ja, auf jeden Fall. Und danke, dass du dich bewertet werden wolltest. Vielleicht wollen ja einige Kollegen noch von dem bewertet werden, das würde ich auch sehr gerne machen. Dann gehen wir direkt weiter mit
Da, dass wir jetzt so ein bisschen hochfahren, gehen wir direkt mal nach ganz unten. Damit wir das direkt mal passend machen, wir machen das jetzt mal wieder ein bisschen schneller. Bei den etwas lauren, da können wir ein bisschen schneller durchgehen. Ja, kann so. Teamliga, Solo-Liga ist in Ordnung, meiste Trophäen ist da drauf. 3:30 sind gut, würde ich sagen. Solo-Siege, Duo-Siege sind relativ in Ordnung für die Pokale. Er ist im richtigen Club, hat eine gute Siegesserie für die Pokale, hat einen Rang 25er, ist aber nicht konstant gepusht, meiner Meinung nach, bis jetzt schon. Du Nö. hast hier vieles durcheinander hin und her gehen, das ist schwierig zu sagen. Er hat halt nicht so gesagt, ich pushe jetzt alle auf Rang 10. Doch, hat er gesagt, aber er hat halt jetzt nicht gesagt, ich pushe jetzt alle auf Rang 15 zum Beispiel, das meine ich jetzt damit. Na, true. Gut, daher, dass ich jetzt wieder dran bin mit der Note, ich mache es mal kurz und schmerzlos. Für mich ist das Ganze eine 4 plus. Plus. Ja, okay. Ich gehe genauso mit mir, Philipp. Ich gebe ihm auch eine 4. Einfacher Grund, nicht konstant gepusht und die Brawler tut er wieder auf Rang 20 pushen, wie ich gerade gesehen habe. Und einfach nicht jeden Brawler erstmal auf Rang 15 und dann auf Rang 20. Er hat halt unten so ein großes Durcheinander und was mir halt nicht gefällt, ist der Ja. große Unterschied von Rang 24 auf Rang 21. Ja, auf jeden Fall. Obwohl das für die Pokale gut ist, wenn du einen Rang 25 hast. Ja, das stimmt auch wieder. Gut, das war der zweitloseste, den wir hatten. Und damit gehen wir jetzt nochmal zu einem der höheren. Das ist nämlich der vorletzte. Ist ein guter Account, das kann ich jetzt schon mal verraten, denn er hat 35,5k. Und das kann man machen, um dir das mal direkt kurz zu erklären. Habe ich auch bei Konso vergessen. Konso hat 3.300 Pokale in 3 Wochen gepusht. Da ist auch wieder stabil. Genau, sehe ich genauso. The Fox hat 1.500 gepusht. Wie viel? 5000? 1500 in 3 Wochen. Achso. Gut, er ist nicht auf höchstem Niveau. Ihm fehlen eine Pokale. Er wird runtergedroppt sein, sieht mir danach aus. Hat auch noch nicht gespielt in der neuen Trophäenliga. Teamliga, Solo-Liga sind in Ordnung, meiner Meinung nach. 3 vs 3 Siege sind gut. Solo-Siege in Ordnung. Duo-Siege finde ich persönlich ein bisschen wenig. Siegesserie kann man auch so machen für die Pokale. So. Gut. Wenn du jetzt die Startseite hier siehst, was sagst du dazu? Es sieht wieder so aus, als ob er nicht konstant gepusht hat und nicht die Brawler wieder aufrecht gehalten hat. Unterstütze ich, ja. Was mir wehtut an der ganzen Sache ist das, was ich hier sehe mit der Bibi. Wieder dieser 100-Trophäen-Unterschied ist mir ein bisschen too much. Und dann sehe ich einen Ah, ja, ich weiß. 637er Cordeus, einen 593er Call, 43er BB. Ist halt irgendwie so ein großes Durcheinander in dem Account drin. Wie ich finde. Ja. Es sind halt so random Zahlen irgendwie drin. Jetzt hast du aber die 500er, das ist wieder gut. Und dann, aber das ist nicht genug. Dann Ja, und jetzt droppst geht's wieder direkt runter. und geht Ja, auf Rang 11. 11. Schwierig. Zum Glück muss ich nicht anfangen, denn Merlin ist dran. Ey, ne? Also wirklich. Ja, Team, Solo und Duo-Siege sind alle konstant. Jetzt wieder ein Teamspieler, also 3 vs. 3 Spieler. Kann ich für nachvollziehen. Trophäen sind auch stabil. Jetzt war Season Reset, kann ich komplett nachvollziehen, dass er so nicht seine höchste Trophäen. Ja, ist das Trophäensammlung hat, keine Ahnung. Ja, es ist halt nicht auf höchsten Trophäen stand. Ja, genau. Dann die Brawler, wie ich gerade schon wieder gesehen habe, nicht konstant gepusht. Höchster war welcher nochmal? Gehen wir nochmal kurz drauf. Müsste Edgar gewesen sein? Ja, der höchste ist Edgar, halt Rang 28. Und dann geht es wieder ganz nach unten auf Rang 11 mit sehr großem Trophäenunterschied. Ich mache es kurz und schmerzlos, wie immer. Ich gebe ihm einfach eine. Ja, boah. Ja, ich gebe ihm einfach eine 4. 4, okay. Ich finde es schwierig. Ich finde den Account sehr, sehr durcheinander. Es ist ein ziemliches Durcheinander da drin.
Oh. Er hat jetzt auch nicht so das Profil, meiner Meinung nach, wo ich ihm eine 3 geben kann. Ich überlege die ganze Zeit, was ich ihm gebe. Ich bin so zwischen einer 4 oder einer 4 minus. Ich würde aber auch einmal mit der 4 gehen, würde ich jetzt einfach mal so sagen. Es ist jetzt kein schlechter Account, das darf er gar nicht falsch verstehen, aber es ist Nee, halt dieses auf jeden Fall Durcheinander. nicht. Ja. Gut, dann haben wir den letzten. Und ich weiß nicht, ob du es weißt. In der ersten Folge, wo Jerry mitgemacht hat, haben wir Jerry seinen Account bewertet. In der ersten Folge, wo jeder Gast mitmacht, bewerten wir dem seinen Account. Das heißt, so viel wie Und tschüss. Nein, das ich bin aus. letzte Mal, wie Nein. doll dran ist. Und tschüss. Nein. War ich Und nicht mit. ich weiß ganz genau, dass ich bei dem Account definitiv Minimum nur 3 geben kann, denn Man ist ein Macher. Meiste Trophäen erst drauf, Teamliga, Solo-Liga hat er nie gespielt, ja, was will man dazu sagen? Etwas 3 Siege sehen gut aus, Solo-Siege, Duo-Siege für die Pokale kann man auch so machen. Darf ich kurz was sagen? Darf ich erstmal kurz was sagen? Und Okay. dann sage ich sofort, ich finde es geisteskrank, dass du eine höhere Siegesserie hast als Jerry, ne? Ja, darf ich sagen, warum? Ja. Da, wo die Siegesserie rauskam, habe ich mit diesem Account angefangen. Das hieß, ich hatte jeden Brawler auf Rang 0 bzw. ganz unten. Und da das immer Bot-Lobbys waren, hatte ich so eine hohe Siegesserie danach. Das ist krass. Du hast, glaube ich, eine höhere als Jarina. Ich will gleich mal nachgucken. Gut, wir gehen auf die Brawler. Ich finde es bei Marion beeindruckend. Der hat einen Rang 19er, 17er, dann 16er und dann nach, was alles kommt, ist er entweder runtergedroppt, so wie der Poco. Das ist zum Beispiel, das finde ich schmerzhaft, dass er runtergedroppt ist. Ja, habe ich heute Aber gedroppt ausgesehen. dann siehst du eine unglaubliche Konstanz in dem Account. Und ich mache das nicht, weil du Gast bist. Ich habe nämlich bei Jerry auch nur eine 2 gegeben, glaube ich. Weil das wirklich meiner Meinung nach nicht komplett konstant war. Er nicht genug Pokale hatte und so weiter. Die Stats waren mir einfach nicht gut genug. Aber ich muss sagen, für die Pokale und dem Ding muss ich ehrlicherweise denen eine 2 plus geben. Ist einfach so. Boah. Es ist eine unglaubliche Danke. Konstanz in dem Account. Für die Brawler gute Pokale. Es ist einfach gut, muss ich sagen. Danke, danke. Was gibst du dir denn selber? Ja, also mir selber. Daher für meinen Account. Ja, ich habe halt ein bisschen gespielt, habe ein bisschen gedroppt, 4 Trophäen ungefähr. Ja, die Brawler halt, wie gesagt, ist nicht so konstant gepusht. Aber ich werde erst einen Rang 20er machen, wenn ich jeden Brawler auf Rang 19 habe. Deswegen würde ich mir selber auch eine 2 geben. Finde ich absolut fair, ja. Ja. Du hast tatsächlich 6 mehr als Jerry. Siehst du ja. Gut, das war's mit diesem Video. Heute ging es extrem lange. Wenn ihr gerne mal eine Folge mit Jerry und Merlin zum Beispiel sehen wollt, das doch gerne ein Like und Abo da oder schreibt das in die Kommentare, dann weiß ich dann nämlich Bescheid. Oder wenn ihr eine Folge nochmal nur mit Merlin sehen wollt, schreibt es auch gerne in die Kommentare. Oder wenn ihr eine Folge mit Bund sehen wollt oder mit euch. Vielleicht mit euch. Dann schreibt es in die Kommentare mit. Ich würde gerne auch mit Accounts bewerten. Das wäre, glaube ich, nämlich auch interessant. Dann würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Lasst gerne ein Like und ein Abo da und dann das Abschlusswort gehört Merlin. Jo, ich wünsche euch was. Tragt in alten Shop Let's Philipp ein und schaut seinen Partner an und bestellt euch was Schönes mit einem Rabattcode. Kuss und damit ciao.